So, ein wunderschön zum zweiten Versuch, Vanilla Doom Episode 4 aufzunehmen. Ich hatte schon wieder vergessen, im Hintergrund meine Musik runterzufahren. Bei Clicker Hero ist das nicht so schlimm, wenn im Hintergrund die Musik läuft, aber bei Doom hat er seine eigene Musik und würde sich über... Nee, lass mal nicht machen. Also jetzt weiter Versuch. Ich habe aber noch nichts gemacht, keine Angst. Ja, und ich bin mal gespannt, wie jetzt die Episode wird. Ja, die erste Erweiterung zu Doom 1 mit dem Namen Ultimate Doom. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil die dritte Episode, die haben wir relativ gut geschafft. Tatsächlich besser als ich dachte. Ich weiß nicht, wie es die vierte Episode wird, weil hier sind ein paar richtig schwere Maps drin, meines Erachtens nach. Aber eben, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur scheiße ein. Wir werden einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Stopp doch mal. Alter, halt dich. Ja. Die teleportieren sich ja alle schon raus. Ist ja nett. Können wir gleich direkt am Anfang neu starten. Ich dachte, die bleiben da oben. Ach, die kommen auf beiden Seiten. Durch den Spalt hin erschossen. Lol. So, da muss ich aufpassen. Ach ja, siehst du, hier ist ja gleich das allererste Secret. Und zwar muss man hier runter, beziehungsweise nein, man kann auch hier an den Rand ran. Sieht man jetzt nicht, weil ich ja nicht nach oben und unten gucken kann, aber ich bin jetzt hier quasi genau an der Kante. Bapp, und kann hier rein. Yay. Paar Raketen. Wow. Da mal, die braunen Imps auf dieser braunen Treppe hier, ist ja echt schon Fata Morgana. Versteck spielen. So. Gucken wir mal. Boah, wie lange lebt denn der Bastard? Stirb halt. Oh. Was? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Boah, Alter. Noch mehr da? Die mir Übles wollen? Alter, warum kann er mich hier unten treffen? Oder kann er mich von da unten treffen, vielmehr? Na komm, stirb halt. Alter, braucht er lange. Okay, wir haben noch 50% Leben. Das ist absolut katastrophal. Und glaube, gibt es in dieser gesamten Map keine Health Packs. Ist ja nett. Ah ja, da gibt es noch ein bisschen Rüstung. Bringt jetzt auch nicht so viel, aber gut. Besser als gar nichts. Okay, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier rein. Nein!
wüsste doch gerne, wie man selbst da oben raufkommt, weil unten gibt es Munition. Man muss da also irgendwie raufkommen. Aber ich habe noch nicht wirklich den Plan. Ich war da auch noch nie drauf, außer mit Springen. Klar, mit Brutaldum kann man da raufspringen, kein Problem. Aber so von der Map aus, über Secrets, war ich da noch nie drauf. Ja, ich habe echt keinen Plan, wie das gehen soll. Gut, dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Das wird sowieso schon lange genug dauern hier alles. Von daher interessiert mich das einfach mal nicht und ich gehe einfach mal direkt in das Ziel rein. Und bei dem Raum, ganz wichtig, ihr dürft hier in dem vorderen Bereich nicht schießen. Das heißt, immer hier nach hinten gehen. Oha. Willst du den nach vorne lieber nach hinten locken? Beziehungsweise, ihr dürft gar nicht schießen, aber... Kannst du mit dir herkommen? So, und jetzt, sobald ihr diese Karte hier aufgenommen habt, dürft ihr nicht mehr schießen. Weil wenn ihr jetzt schießen würdet, teleportieren sich haufenweise Viecher rein. Und das wollt ihr nicht. Deswegen, sobald ihr die Karte aufgenommen habt, nicht schießen, sondern alles davor erledigen und dann einfach wieder rausrennen. Dann habt ihr Ruhe. Tada! Erste Map geschafft. Und jetzt kommt schon eine der schweren Maps. Danke dafür. Ich habe sowas von gebacken. Komm, schießt. So, sehr schön. Jetzt hab ich die alle gegen sich selbst aufgebracht. Eigentlich kann ich da immer ein paar Raketen reinwerfen. Na komm, schieß nochmal. Was? Wow. Vor allem das Schöne ist, jetzt schon die Raketenwerfer haben zu dürfen, ist ja kein Geschiede, weil hier bekommt man ja durch das eine Secret in der ersten Map. Wow. Ja, ich sollte vielleicht doch mal auf die Imps aufpassen. Die Imps müssen alle weg. So, dann kann ich mich nämlich auf die hier konzentrieren. Jawohl, nein! Boah, Alter, ich renn schon wieder rein. Noch 32% Leben, das ist gar nicht. Das ist absolut niada, niente, ente. Ach, hier gibt's Healthpacks. Ah, sehr schön. Gibt's noch mehr? Nein, ein Healthpack. Reicht das mal aus? So, hier in der Mitte runter, da kommt ihr nämlich direkt auf so ein komisches Suit. Perfekt. Damit könnt ihr erstmal nach da gehen. Danke dafür. Und jetzt nehme ich hier oben rein. Perfekt. Aua. Ich laufe schon wieder rein. Wow. Das war gerade. So. Wir könnten auch ein paar Raketen reinwerfen. Das Problem ist, durch diesen Pinky sehe ich hier kaum was. Was? Er zielt nicht? Doch, jetzt liegt er. Oh Mann, Alter. Das hier wird echt ganz schön heftig. Aber gut. Ich probiere es. Und dann gibt es noch Plasma. Yay. Ja, stimmt. Ja, unter uns ist ja auch noch einer. Wow. Und ich falle natürlich ins Lava. Ja, wie gesagt, hier unter uns ist auch noch einer. Keine Ahnung, wie ich den jetzt mitbekomme. Ja. Hier drauf losschießen ist natürlich auch eine eher schlechte Idee. Kann ich da hin? Nein. Ich hätte da reingemacht. Mann, boah, ey. Fuck. Was? Wo denn? Ich werde hart sterben. So. Easy.
Jetzt muss ich da lang. Wow, 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 wow. Ich hätte erst die Waffe wechseln sollen und dann. Ach man, oh, was mache ich hier für eine Scheiße? Kann der irgendwie bitte. Ja klar. So tief funktioniert der Auto-Aim leider nicht. Das ist Bullshit, Alter. Was soll der Mist? Boah. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, darauf zu rennen. Das wird eine sehr lange Map. So. Boah, Alter. Darf ich nirgendwo hängen bleiben? Ich bin schon wieder hängen. Mann. Nani, oh my wa! Hier doch. Boah. Dass gleich die zweite Map für Kacke wird? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, ja, es wird definitiv ein Zweiteiler. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde rum. Das gibt's so nicht. Erledige ich hiermit oder lieber hiermit? Wow, ich komme nicht mehr hoch. Oh Gott. Ach, Alter. Ich will sterben. Nein, es gibt's doch nicht. Fick doch die Wand an, du gottverdammter Hurensohn. Da. Krieg. Ja. So. Arschloch. Jetzt kommen wir noch her hier. Könnt ihr bitte einfach mal sterben? Oh Gott, Alter. Das gibt's noch halt. Danke. Boah, ey. Da kriegst du ja echt die Krätze. Und wenn du dir Mühe gibst, gibt es gar noch Ebola und alles andere noch dazu. Hä? Wo ist denn der Schalter? Wo muss man noch den Schalter drücken? Hä? Müsste nicht der Schalter auf, müsste nicht der Ding aufgegangen sein? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Die Dinge müssen irgendwie runtergegangen sein. Ah! Das hatte ich jetzt noch nie gehabt, dass er das Ding nicht aufgeben muss. Muss man hier irgendwo hinlaufen? Aber ich war hier doch bereits. Hier ist er bekloppt. Ja. Ach, warum sind hier so viele? Wir werden hart sterben. Jetzt gibt es hier Health Packs. So, hier muss man da hinten. Kann man nämlich hier lang und dann kann man da und dann kann man so. Was gibt's hier? Ach ja, ein Secret. Jetzt könnten wir eigentlich direkt hier hinten raufrennen. Oder auch nicht. Brauche ich das Wave Running oder so? Ja, das war gerade. Das war gerade dumm anvisiert. Ja, das war gerade zu weit. Aber man sieht schon, man kommt da rauf. Man muss halt nur sich konzentrieren. Da ist nämlich, glaube ich, auch genau der Weg, den ganzen Speedrunner benutzen. Ich pack's aber nicht. Das heißt, wir müssen wieder runter. Ich will sterben. So. Jetzt haben wir die gelbe Karte. Mit der gelben Karte können wir also nach da. Wir müssen aber erstmal wieder zurück. Und ich habe keinen Plan, wie wir da zurück können. Ohne hier durch die Suppe laufen zu müssen. Können wir nicht von hier aus auf die andere Seite? Nee, ne? Scheiße, Alter. Leck mich doch. So. Okay. Warum gibt's die Lost Souls? Ja. Das war ja wieder klar. Diese fucking Lost Souls. Was auch immer wieder alles. Ich werde hart sterben. Na komm. Ach komm,
leck mich doch einmal so richtig fett mit Schmackes. Ja, jetzt bleibt er noch überall hängen. Ich hasse dich. Kann sein, dass ich überall dran vorbeischieße? Ja, ich schieße doch. Ich. Nani, oh my wah! So muss ich den Japaner fühlen. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Überlegen. Rocket Launcher geht nicht wegen Lost Souls. Plasma-Waffe. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Probier's einfach mal ganz kurz. Oh ja, klar. Mann, ey. Töte doch bitte. Kurz verdammte Ruhe. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Gehst du noch ein? Hä? Oha! Okay, kein Lost Souls mehr da. Alter! Ja, wer sagt, die Map hier ist. Ach ja, die können durch die Flammen da durchschießen. Ach Mann, ey. Was mache ich hier gerade? Was ich tue? Ganz einfach, ich bleib überall hängen. Danke. Gott. Dammit. Ja, da. Boah, man sieht hier kaum was. Weil er halt genau unter meiner Waffe immer ist. Ja, stopp doch bitte. Danke. Goddammit. Was wollt ihr alle von mir? Oh ne, komm, das wird jetzt hier gerade ein bisschen zu peinlich. Ich hoffe mal Headpacks, aber hier sind nirgendwo mehr welche. Also bin ich gefickt. Sehr schön, hätte was auch geklärt. Ich könnte aber auch nicht zu mir locken, weil ich komme hier nicht mehr rauf. Also einfach so aufprobieren, bis es klappt. Kennt man ja. Die aushalten einfach. Das ist doch nicht mehr normal. Gibt's bitte Plasma-Munition? Ja, hier gibt's welche. Oh, ey, boah. Ein Glück gibt's in dieser Map schon die Plasma-Waffe. Da waren wir noch nicht. Gibt's aber. Genau, hier gibt's auch Plasma. Sehr schön. Alter, ey, boah, wir haben noch 19% Leben. Wie soll denn das bitte schon was werden? Vor allem da oben kommt wieder hoffentlich Lost Souls und so ein Scheiß. Wo bin ich jetzt überhaupt? Da muss ich lang. Okay, ich bin raus. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hä? Ach, ich guck falsch rum. Da müssen wir lang. Hier. Oh Gott. Ich dachte, wir müssen in der Map nach oben, aber wir müssen ja in der Map nach unten. Das ist ja hier verkehrte Welt. Alice im Wunderland. Und ja, aua. Und ja. Super. Noch lasse ich das, dass die Lost Souls transparent sind. Einfach weil es mich noch nicht stört. Aber wie gesagt, sobald sie dann irgendwann mal nerven sollten. Was ist denn noch mit denen? So, und jetzt können wir hier hoffentlich in aller Ruhe.
Ups. Das war ein bisschen falsch. Okay, erstmal die Lost Souls. Weg damit dir. Dankeschön. Du irritierst mich nämlich. So, und jetzt muss man ganz kurz gucken, wie war denn das? Man konnte den Cyberdemon, ich glaube, da drin in dem Raum gab es irgendwo einen Teleporter, womit man den Cyberdemon telefrecken kann. Aber ich weiß absolut nicht mehr, wo das. Alter, na, so auf jeden Fall nicht, wenn ich andauernd runterfalle. Leck meine Mutter! Gott, wenn das meine Mutter hören würde. Oh mein Gott. So. Okay. Man sieht ja aber auch nicht, wo man langlaufen muss. Ah, okay, geschafft. So. Jetzt ist die Frage: Komm ich. Wo war denn das? Wo muss ich denn langlaufen? Auf jeden Fall musste ich hier rein und sterben. So, die Frage ist, war das hier irgendwo? Nein, das ist der, der mich zum Anfang bringt. Aber hier war doch bloß das andere Secret. War das echt hier irgendwo? Hier war doch irgendwo noch ein Raum. Ihr werdet doch alle ruinieren. Geh mal hinten rum. Ach, hier gibt es auch noch Plasma-Munition. Sehr schön. Ja, hier wäre die Plasma-Waffe, die uns echt den Arsch gerettet hat. So, und jetzt müssen wir hier rein. Perfekt. Ohne Schaden. Ach, die Türen waren das, die ich gerade gehört habe. Ja, ich habe keine Ahnung, wo man da hin musste. Irgendwo gab es ein Secret, da war ein Teleporter. Und da konnte man sich direkt zum Cyberdemon teleporten lassen. So, machen wir es halt auf der altmodischen Art und Weise. Das war dumm. Ja, das war richtig dumm. Komm, ganz ehrlich, fuck off. So, alle weg. Normalerweise würde die Plasma-Waffe auch alleine ausreichen. Das würde mir aber jetzt echt zu lange dauern. So, Ufer war ja nochmal die blaue Rüstung. Ich weiß nur, Quatsch. Die grüne Rüstung. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Kann man hier rauf? Nein, kann man nicht. War das nicht hier irgendwo? Nope. Achso, da komme ich eh nicht mehr raus. Ach da. Okay. Found it. LOL, gefunden. Ach, hier gibt es sogar eine BFG. Ha! Hier ist doch schon das Cyberdemon weg. Da in der Mitte, da sieht man diese rote Viereck. Das war der Teleporter zum Telefrecken. Nicey dicey. Wieder was herausgefunden. Okay, wir haben alles 100. Unsere Waffen sind relativ gut aufgeladen. Dann können wir jetzt diese mal verlassen. Und wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gespielt. Für gerade mal zwei Maps. Oh ja, das ist die Map, an die ich mich erinnert habe. Und die Map, die wird katastrophisch. So, hier gab es ein Secret. Ach ja, was war hier? Hä? Wie geht denn das? Ach so. Wie wird jetzt von tot? Was tue ich hier? Ja, das war krass Verschwendung. Egal. Was tue ich hier? Ich bleib mal lieber bei der hier. Ne, das ist doch nicht.
Von wo wird geschossen? Wo ist hier noch ein Imp? Wo muss hier noch ein Imp sein? Ach ja, von da oben. Nee. Doch von da? Aber wow. Alter, da oben hin. Da oben hin. Da oben Imps hinzupacken. Ist aber auch echt unfair. Aber wisst ihr was? Hier, komm. Das war dumm. So, easy. Feierabend. Okay, haben wir? Boah, Alter. Die sind alle nicht gut auf mich zusprechen, kann das sein? Alle weg? Ja, alle weg. Sehr schön. So. Was? Warte mal, ihr Auto eben. Verfickt da. Gott sei Dank, der Hurensohn. So, konnte man hier durch? Lol, man konnte hier durch. Okay, ich dachte, das war ein Bug in Brutal Doom, dass man hier einfach durch konnte. So, das Ding muss ich runterfahren lassen. Geht doch. What the fuck? Nein, wo häng ich denn jetzt? Wo habe ich gerade festgehangen? Da war doch gerade gar nichts. Lego Mio, wollt ihr mich ficken? Ich weiß nicht, der Raum war glaube ich optional, oder? Muss ich bei dem Raum rein? Glaube nicht. Ich versuch's mal ohne den Raum. Was? Also. So. Nee, ohne Keycard. Genau, da muss man nämlich hoch. Und eben, man kann da zwar springenderweise raufkommen, aber ohne Springen kommt man da nicht drauf. So, jetzt gucke ich mal, ob ich darauf komme und wenn ja, wie ich darauf komme. Strafe-Running bestimmt nicht. Vor allem, weil ich da gerade hängen geblieben bin. Ach klar, weil da Gegner sind. Ha, ich schon wieder. Nee, man kommt da definitiv nicht drauf. Okay, heißt also, ich muss doch unten in den kleinen Raum. Hier bin ich auf der falschen Seite. Nein. Da lang. Da lang und jetzt wieder runter. Hä? LOL, die Baron of Hells haben sie rausgeschafft. Fuck. Ach, der andere ist da oben. LOL. Mann, Alter, könnte ich einfach mal stehen bleiben? Das war gerade voll daneben. Einfach mal stehen bleiben. Arschloch. So. Hier gab's. Ach ja, hier gab's sogar Boni.
Ach man, jetzt komm. So. Was? Oh Gott. Weißt du was, hier kommt. Ach Mann. Fick die Wand dann. Dass alleine das Waffenwechseln so lange dauert, dass die Gegner dabei schon extrem nahe kommen können. Das ist ja hier deprimierend. So, hier gab es dieses super spezielle Ultra Secret, was einfach mal 50 Secrets in einem sind. Wie auf die Idee gekommen ist, ich habe keine Ahnung. So, jetzt ist das Ding hier unten. Weg mit dir. Ach so, einfach so drücken. Okay. Was war das denn eigentlich? Wozu war das denn? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ruf da. Und wieder runter. So, ja gut, Raketen habe ich alle. Jetzt nehme ich mal... Alter, ich habe kaum noch Munition. Ist die Munition für die? Nee, ne? Boah, Alter. Gut, dann bleib ich erstmal bei der Schrotflinte. So, und jetzt pass mal auf. Erstmal die ganzen Geisterfischer erledigen. Na, kommt. So. Hä? Wurde das irgendwie mal gefixt? Weil früher war hier jede einzelne Stufe, war hier ein Secret. Und wenn du hier hochgelaufen bist, dann kam dieses typische Ding und dann extrem häufig übereinander gelagert und das klang immer so absolut krank. Haben sie aber scheinbar gefixt. Ja, ich meine, klar, die Doom-Version ist natürlich nicht gefixt, aber GZ Doom kann das ja abändern. Und genau das macht es hier scheinbar. So, was habe ich jetzt hier bekommen? Außer gar nichts? Ach, hier liegt sie wieder hin. Okay. Oh! Oh! Ist aber nett. So, wir haben mittlerweile die rote Karte. Ist aber ganz cool. Wie viel die aushalten, ist mir echt ein Rätsel. Boah, Alter, was ist das für eine mickrige Schrotflinte, die wir hier haben? So, was gab's hier? Gar nichts. Und hier muss man rüber. Ey, guck mal, hier gab's ja auch irgendwie... Heck, kommt man da nicht rauf, oder? Stell ich mir einfach nur so dumm an. Ne, da kommt man nicht drauf. Ist also bloß eine Falle. Ist ja nett. So, hier einmal rüber. Dankeschön. Hier hinten kann man aber rauf. Genau, da gab es nämlich dieses Unsichtbarkeitsdingser-Monster. So, jetzt haben wir rot und blau. Was machen wir jetzt mit blau? Mal gucken, ob wir hier damit irgendwo hinkommen. Ne, Quatsch. Wir mussten damit... Also mit der roten Karte müssen wir auf jeden Fall da unten irgendwo hin. Ach, mit der blauen kann man da hinten raus. Okay. Gut, und jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn man hier irgendwie lang rennt, und der Rechner sich dabei nicht stückweise verhängt. Ich stelle mich wahrscheinlich zu dumm an. Oder man braucht doch noch... Ja klar, stimmt, da musste man ja mit einem Rocket Jump arbeiten. Aber man kommt, wenn man hier ist, kann man, wenn hier irgendwie ein Gegner ist, und man den mit einem Rocket Jump praktisch, also für einen Rocket Jump missbraucht, kann man sich heute rüberschießen lassen und dann direkt damit zum Exit gehen. Ja, wow. Das ist für uns aber jetzt hier gerade nicht relevant, sondern wir trainieren natürlich den offiziellen Weg, schon mal deswegen, weil da gerade keine Gegner mehr sind.
die wir dafür missbrauchen können. Die Frage ist, wie machen wir es am dümmsten? Also wir können diese Unsterblichkeit links benutzen, ich weiß aber nicht, das wäre fast Verschwendung. Ich mach's aber tatsächlich trotzdem einfach mal. Vorher suche ich aber hier noch Munition, weil hier hinten liegt ganz schön viel Munition rum, was ganz cool ist. Na okay, wir haben immer noch ein Defizit, aber kein Sohn mehr. So, dann gucke ich mal, ob wir damit tatsächlich so weit kommen. Das war nochmal Verschwendung Nummer 1. Alter, ich brauch da gar keine Raketen einsetzen. Erstens treffe ich eh nicht mit den Raketen und zweitens sind da so wenig Gegner. Geht doch ohne. Unsterblichkeit reicht. So, damit haben wir das Level auch wieder geschafft. Ja, das wird tatsächlich eines der etwas einfacheren Levels. Wir spielen schon 40 Minuten. Tja, ich glaube nach der Map. Mal gucken, was die nächste Map ist. So. Halt, wo geht's lang? Hey, wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Nicht in Lava! Doch, bin ich bescheuert. So, hier muss ich jetzt bis mit Rocket Launcher arbeiten. So, was gab's hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich hier hinten hin. Boah, Alter, bei diesem Weißfeld, da sieht man kaum was. Ja, perfekt abgepasst. Nice. Nein, ich geh runter. Was? Oh, ich bin in Lava gefallen. Warum können die mich sehen? Die haben direkt... Wow, Unsichtbarkeit bringt also gar nichts. Genau gar nichts. Das ist echt... Alle weg? Alle weg. Boah, nee. Bin ich da einfach in diese Schattenlava reingefallen? Ich glaub das nicht. Das ist not net so cool. Ach komm. Hallo? Ach, die Map. Bei dem muss man echt mal warten, bis sie wirklich super genau ankommen.
Wie kannst du durch diesen Brunnen... Weil da warum können die durch den Brunnen durchschießen? So, kommst du jetzt oder was? Ach komm. Nee, er kommt nicht. Er kommt höchstens dann, wenn man ihn am wenigsten braucht. Arschloch, schon wieder einen verschwendet. Hä? Hat gerade der Auto eben nicht funktioniert? Warum auch immer. Ja, klar, er kann mich ja abschießen, obwohl ich noch nicht mal da... Ach, leck mich doch, Alter. Oh, das gibt's Krieg. Du, sterben. Wo denn? Da oben. Klar, schieß das mal auf die Fässer. Das ist jetzt das Wichtigste gewesen. Ach Gott, Alter. Boah. Na gut, Raketen, da, das brauche ich. So, jetzt ist die Frage, was hat das jetzt nochmal? Ach, Raketen, na gut. Oh Gott, ich weiß wieder, welche Map das ist. Ne, da passiert erstmal gar nichts. Gut, ich gehe erstmal hier außen rum lang. So. Komm. Jawohl. Danke. Na gut, Healthpack kann ich jetzt nicht wirklich gebrauchen. Gut, dann lasse ich die restlichen mal hier oben da sein. Stopp doch mal. Hä? Moment mal. Hab ich dich gerade bewegt? Nee. Dachte schon, man kann nicht die Bewegung auf unten kommen. So, wie gehen wir jetzt am besten weiter? Ich bleib erstmal hier. Die direkte Konfrontation ist immer noch die einfachste. Easy. So, wo sind jetzt die ganzen Imps? Ja. Jetzt war da kein Auto-Aim bei diesen Dingern. Ah, leck mich doch. Bist doch krank, bist doch blöd, bist doch bescheuert. Arschloch. So. Jetzt können wir hier nämlich runter. Ähm.
Warte, hat gut, dass ich runtergefallen bin? Ich habe keine Ahnung. Oh, Alter. Oh. Das war nicht das, was ich wollte. Die Frage ist, ist das gut, dass ich hier bin? Gibt's noch ein Secret oder nicht? Oh, falsche Richtung. Wie kam ich da hinten rauf? Ich glaube, das war jetzt Verschwendung. Hä? Da. So, und hier muss ich jetzt nämlich rüber. Mist. Nein. Ach, Mann. Komm bitte, wo bist du denn? Ich halte gleich wirklich die Transparenz auf. Perfekt. So, und hier muss ich nämlich jetzt lang, ganz vorsichtig, und jetzt... Ich meine, gut, wir haben... Hat sich jetzt eigentlich voll gar nicht gelohnt, aber... Ganz ehrlich, komm. Wir haben in dieser Map, in dieser Episode schon so viel Zeit verschwendet, da fällt das bis jetzt auch nicht mehr auf. Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, gibt es hier noch einen Shotgun, schafft Munition, aber ich glaube, bei der ersten ist ein Nein. Nee, komm, lassen wir. Da müssen wir jetzt bei Schaffmunition ein bisschen aufpassen und bevorzugt erstmal die Schrotflinte benutzen bei den nächsten Leveln. Ist ja sowieso unsere Primärwaffe. Oh Gott, diese Map. Oh Gott. Welche Map ist denn das? Jetzt die fünfte? Nee, schon die sechste. Gut, okay. Dann heißt das, in dem Sinne machen wir jetzt auch Feierabend, weil die Map, die dauert definitiv lange. Die wird richtig scheiße lange dauern. Von daher machen wir an der Stelle einen Break. Und dann, ja, machen wir doch einen Zweiteiler draus. Ach du Kacke. Ja. Oh Gott. Das wird ein Albtraum. Ja gut. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil denn heute hochlade, ob ich pro Teil einen Tag mache, halt also den Teil denn morgen hochlade. Da muss ich noch gucken. Werdet ihr sehen, weil die Folge hochkommt, ne? Von daher... Erstmal schauen mit V. Oh Gott. Die Map wird ein Spaß.